Hallo Tobadi, willkommen zu einem Video zu Rocket League. Auf mich lastet ein Fluch, denn seit dem letzten Video kassiere ich in jeder Runde in den ersten 20 Sekunden Gegentor. Ich weiß nicht wieso, aber sehr konsequent passiert das einfach. Selbst wenn ich ohne Aufnahme spiele, ist die Chance sehr hoch, dass ich in den ersten 20 Sekunden Gegentor kassiere. Aber warum ich das Video jetzt eigentlich mache? Es gibt ein sehr komisches Angebot im Shop. Und zwar das teuerste Angebot, an das ich mich in jüngster Vergangenheit erinnern kann. Erstmal natürlich Luftschlag in Schwarz. Prinzipiell nicht schlecht. Ein Draco Aftermarket Angebot. Und dieses Angebot kostet 4000 Credits, was einfach 30 Euro sind. Wenn du das ganz dumm holst, immer das günstigste holst, kostet das halt sogar 40 Euro. Aber das ist teuer. Dafür hast du hier einen Skin Erde, Wasser, die sich sehr ähnlich aussehen aus meiner Sicht. Und auch gar nicht so spektakulär. Feuer. Und Multichrom. Dazu hast du hier Fire Drake Reifen, Dragon Scale Reifen und hier diese Reifen. Nicht mal hier im Draco, also das ist ganz komisch. Wenn du wirklich jeden Gegenstand haben willst, dann musst du natürlich das Super Bundle holen für 4000 Credits. Es gibt auch eine Torexplosion und diese Torexplosion werde ich mir heute holen. Weil die Gegenstände sind noch nicht bei Buckes Mod drin und ich kann das nicht verantworten. So viel Geld für ein Bundle in Rocket League auszugeben. Das wäre ein bisschen zu geisteskrank. Deswegen die ganzen Gegenstände gucke ich mir in anderem an, sobald die bei Buckes Mod drin sind. Aber heute konzentrieren wir uns dann auf die Torexplosion. Und dann irgendwann gucken wir uns die Torexplosion mal in riesig an. Wir gucken uns die Torexplosion mal mit verschiedenen Farben an. Flammenregen. Okay, es ist 50% reduziert, weil ich mir Flammenregen schon geholt habe. Ich dachte gerade, ich hätte übersehen, dass das reduziert ist, aber es ist gerade frisch für mich reduziert worden. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl, ich habe gerade zwei Spiele gemacht, beide gewonnen. Doppelt Rage Quit von Gegnern. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt ein Video wird, wo ich ungeschlagen bleibe, einfach 5 Siege hole, alles gut ist. Ja, und wer sich natürlich aus irgendeinem Grund wirklich alles holen möchte, der kann natürlich gerne meinen Creator-Code BadeYps eintragen. Explosion, vielleicht cool, das gucken wir uns jetzt gleich an. Aber die Skins, I don't know, also zumindest ein paar Skins. Oh, Team ist AFK. Erinnert euch daran, was ich gesagt habe zu Beginn. In den ersten 20 Sekunden von jedem Game kassiere ich ein Gegentor. Irgendwas habe ich gemacht, was mich verflucht hat. Falls ihr den Fluch das erste Mal in Aktion sehen wollt, das letzte Video auschecken. Wer natürlich neu ist, einfach mal gerne ein Abo da lassen. Wilde Rotation. Okay. Torexplosion, Flammenring. Ich gucke mal von der Distanz an. Das ist ein L. Das ist ein L. Wenn man nach oben guckt und guckt, wo das herkommt, es kommt aus nichts. Habt ihr gesehen? Das Feuer spawnt aus nichts. Na gut, aber müssen die machen, weil wenn es zu hoch ist, ist es ja wieder Orbital Strike oder wie das heißt. Na, wo soll die Flamme herkommen? Mann, das, was ist das für eine Scheiße, Mann? Drei, sorry. Badu, du regst dich auf in jedem Spiel. Wie soll ich mich nicht aufregen? Es ist ja okay. Aber einfach drei Gegentore in der ersten Minute zu kassieren, tut halt einfach weh. Es tut weh, ich habe so Schmerzen. Hilfe, ich habe so Schmerzen. Bro, er pennt einfach. Er pennt einfach. Ich habe den mit Glück gehalten, weil ich auf den Ball gefallen bin. Mir tut alles weh. Es ist auch egal, um welche Uhrzeit ich spiele. Ich habe schon abends, morgens, mittags. Außentor, ist ein Tor. Ich will auch nicht aufgeben. Das kommt auch dazu. In jedem Game mindestens ein Tor in der ersten Minute und die Teammates wollen niemals aufgeben. Das ist meine Schuld. Das ist jedes Mal. Und ich verspreche euch, im nächsten Game wird das genauso passieren. Ey, wir. Guck mal. Ich spawn einfach von der Decke. Jetzt haben wir mal in der ersten Minute getroffen. Jetzt sind wir in den ersten 20 Sekunden. Wir kassieren aber trotzdem in den ersten 20 Sekunden auch ein Gegentor. Ah, ich wollte ihn gerne wegrammen, das wäre cool gewesen, wäre mit einem Oblet gewesen, ne? Nein, nein, wir kassieren nicht zwei Gegentore in den ersten 20 Sekunden. Oblet? Nice, okay. Übrigens, ich trage wieder Pulli. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber mit dieser Woche sind die Pullis zurück in meine Kleiderrotation gekommen. Einfach over, ne? Der Sommer ist vorbei. Gefühlt einmal schlafen, aufwachen und schon ist Winter. Muss ein Tor sein, wenn ich nicht mega kacke bin. Mega kacke. Songs. Bisschen falsch eingeschätzt, aber ist immer noch in Ordnung.
Ja, hilf mit. Also wenn man nicht nach oben guckt übrigens, finde ich die Talks bestimmt gut. Ja, man darf ja nicht so überkritisch sein, wenn man sich einfach nur so, okay. Leute, er geht einfach raus. Boah, jetzt wird auch noch Schalke gedisst. Ich meine natürlich, ach ja, nur 140 Punkte haben ist low. Okay, 20 Sekunden, mal sehen, was passiert. Gegner haben den exakt gleichen Ping, aber sind unterschiedliche Accounts. Bro, wir haben wirklich fast in den ersten 10 Sekunden wieder Tor kassiert. Ich guck nur auf die Uhr. Nice, wir haben 20 Sekunden gleich geschafft. Let's fucking go. Oh, warte. Ja. Nein, Bro, es ist... Nein, der macht den. Okay, der macht den nicht. Es hätte aber passieren müssen. Was ist los mit Rocket League? Ich verstehe diese Lobbys nicht. Ja, ist gut. Bin auch alles gut. Das war jetzt nicht gut gesaved, ist doch nicht alles gut. Also der war jetzt nicht so super kompliziert. Ich stand aber dann irgendwann sehr gerade und das war dann nicht gut. Ich finde, in der ersten Minute ist es ja okay, wenn du ein Tor kassierst. Also ist jetzt auch nicht okay, aber ist halt besser als sonst in den ersten 20 Sekunden regelmäßig. Bam. Cool. Das hat überhaupt nicht geklappt, wie ich das vorhatte. Überhaupt nicht. Ich dachte, ich rotiere weg und mein Teammate pusht rein, aber... Ich hätte zumindest auf den Bump gehen müssen. Ja, geht auch meine Kappe. Beide Tore hätte ich, also das eine habe ich ja den Gegnern zu 90% gegeben. Und das andere hätte ich verhindern können. Okay. Ich habe den fast noch gebottelt. Das war jetzt ein bisschen Glück, aber ist, ist okay. Das ist einfach ein ganz normales Match. So, wenn wir es verlieren, bin ich nicht mehr sauer. Es ist nicht alles schon in den ersten 20, 30 Sekunden zerbrochen. Oh Gott. Oh. Wenn der Team mit denen hat. Oh, der schätzt den falsch ein. Oh, let's freaking go. 3-3. Lifehack für euch. In jedem Spiel dumme Gegentore verursachen, damit man einen Redemption Arc haben kann. Oh. Ich schätze hohe Bälle völlig falsch ein, schon das zweite Mal. Müsste ein Vorlag für mein Teammate sein. Oh! Oh, ist ein Tor. Es macht manchmal Sinn, das Arroganz zu sagen, just for fun. Das hat ja geklappt. Ey, das kommt echt oft vor auf Champion 1 Niveau. Das in den ersten, wirklich, wieder, jetzt natürlich für uns, das ist super. Aber in den ersten 20 Sekunden fällt irgendwie dauernd ein Tor. Das ist ja original wie das Tor davor, wo ich den selber reinhaue am Ende. Ich habe mir viel zu viel Zeit gelassen, mein Safe. Ich bin scheiße. Ich spiele den jetzt, das Einzige, was hilft. Wenn ich sowas sage, mache ich das übrigens als Joke. Oh. Schade, wir liegen hinten. Oh, die machen den nicht. Oh, oben nett. Oh, erst wie ich. Ja, halt vor Wheel. Aber. Er ist wie ich. Jetzt rühren die sich gegen sich. Okay, ich vertraue dir. Hilfe. Oh nice, wir kriegen Kick auf Tor. Let's freaking go. Ich hab's wohl, die Gegner haben eigentlich schon aufgegeben. Also, das ist ja wirklich nichts mehr, was die versuchen. Die werfen jetzt nicht super viel nach vorne. Die spielen einfach so ganz normal runter, kein Zwang. Und kassieren jetzt kein Tor. Aber fast. Noch ein Tor. Oh, okay. Ist sogar ein Tor für die. Ja, okay. Gute Nacht. Wäre mein Ziel diese Season. In Champion 2 etablieren. Und dafür brauche ich auf jeden Fall ein paar mehr. Also,
Das heißt für mich ehrlich gesagt, dass ich mehr Zeit diese Season in Champion 2 verbringe als Champion 1. Wenn ich zum Ende der Season wieder abstürze aus irgendeinem Grund, okay. Aber ich will mich da nur etablieren, ich will lange in Champion 2 sein. Und dafür müsste ich jetzt wieder Liga 4 werden. Das braucht jetzt aber safe noch einen Sieg. Oh, ich bin Liga 4. Was wäre wieder in den ersten 10 Sekunden ein Tor gewesen. Es ist cool, wenn es für uns ist. Was? 1:20 gespielt und noch kein Tor passiert. Nicht so aufgegangen, wie ich das gerne gehabt hätte. Ja. Mein Team hat die Betentaktik gemacht. Also wenn ein hoher Ball ist, das machen viele, weil die den Ball noch nicht gut lesen können. Einfach stehen bleiben und beten, dass der irgendwie gut für einen rollt. Bin ich auch schuldig von sehr, sehr oft gewesen in meinem Leben. Wo Teammate geht, obwohl er rechts steht. Okay. Wait, er hat I got it gesagt? Okay, dann sorry. Dann sorry, habe ich nicht gesehen. Da war es my bad, dass wir es vergessen haben. Und? Schade, schade. Ey, immerhin rübergekriegt. Bitte? Oh, zu doll, zu doll. Kriegst du mit Glück noch? Ich stand zu weit vorne und ich habe nicht prediktet, dass... Forfeit Kids, schreibt er. Und ich habe nicht prediktet, dass alle den Ball verfehlen. Weil 3-0 ist jetzt ja gar nicht so krass, sodass du, ja, ihr müsst aufgeben. Das Einzige, was die machen, ist, die motivieren mich, noch weiter zu spielen und zumindest zu versuchen, noch ein Tor zu machen. Aber er dreht ab, schade. Ich würde gerne treffen, weil wenn man die mit Word is Safe zu spammt, wäre es immerhin lustig. Okay. Das sieht nur nicht. Ich spam mit Word is Safe zu. Einfach weil die toxisch waren. Das gibt für mich gratis Content. Weil die werden jetzt 1-3 schreiben, Game was easy oder sowas. Ist mir, ich will nur ein bisschen Content. 3-1 geht doch, ja. Nice, sogar noch einen gemacht. Let's freaking go. Also einfach nur just for fun, weil die werden noch was schreiben. So, mal sehen, was sie jetzt noch schreiben. Ah ja, okay. Sagt der Schalke-Fan. Ah, ist das lustig. Aber ey, zumindest habe ich das letzte Wort. Schalke noch größer als Lieblingsverein. Würde ich euch empfehlen, nur die Torexplosion zu holen? Na. Ganz ehrlich, es gibt andere Torexplosionen, die so ähnlich sind, die spektakulärer sind. Also wenn du dir wirklich eine Torexplosion holen möchtest, dann würde ich eher Drachenduell Anozid holen. Ist ein bisschen cooler aus meiner Sicht. Das ist halt, ne, es fizzelt so von oben runter. Ob sich das ganze Bundle lohnt, gucken wir uns am anderen mal an. Aber auch hier würde ich es mal sagen. Hier Draco Multichrom und Erde Wasser. Guck ich mal genau an, wie die aussehen. Weil Draco Sky Blue, das ist natürlich jetzt nur für mich. Aber das sieht ziemlich ähnlich aus zu den anderen. Na gut, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Bis dahin. Creator Football auf den Tee und ciao.